Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map to Rivers. So, und wir sind jetzt hier auf dem Plateau angekommen, auf dem kleinen Berg oder ja, mehr oder weniger kleinen Berg, wo wir jetzt hier auf der Map to Rivers das erste Mal Bäume fällen werden, weil wir sind ja jetzt seit dem letzten Teil dann hier auf der Map to Rivers. Genau, und dann werden wir jetzt hier in diesem Teil dann auch das erste Mal hier Bäume fällen. So, und wo platzieren wir am besten mal den Jenshacker? Wir haben da drüben den Holzcontainer platziert, um dann dort die Baumstämme reinzuladen. Dann tun wir doch genau hier den Jenshacker hin, dann können wir genau daneben dann den Anhänger stellen. Dann haben wir da genug Platz zum Hin- und Herfahren. Ja, der steht hier eigentlich ganz sicher. So, dann gehen wir jetzt in den Steier, holen noch den, den Krampe Big Body 900S, genau, und auch das Gewicht sollten wir nicht vergessen. So, die beiden Sachen holen wir jetzt noch. So, also hier mal kurz anheben. Das hängen wir vorne an, weil wir den... Ja, würdest du mal aus dem Weg gehen? Beep, beep. Ja, scheut sich überhaupt nicht vor dem Traktor, ne? Ja. Keine Angst, kein bisschen. So, kann ich ja nur überfahren oder so. So. Was ich mal ausprobieren wollte, jetzt sollte es doch eigentlich wieder mal gehen mit dem, dass hier diese Anbausachen abgehen. Ne, wieso geht das jetzt hier nicht im Moment an? Ich habe es falsch ausgewählt, ja, das ist ja klar. Wieso kann ich jetzt hier, was habe ich, irgendwas umgestellt, dass ich nicht mehr die Frontleiterkonsole und den Fronthydraulik abbauen kann? Naja gut, ist eigentlich auch nicht so schlimm, aber gut, also normalerweise könnt ihr es abbauen, ich kann es im Moment irgendwie nicht abbauen, keine Ahnung, ich habe irgendwas umgestellt. So, den Forstschutzrahmen bauen wir natürlich auch an. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall im Wald. Und dann holen wir jetzt noch den Krampe. Und dann geht's ab in den Wald. Hoffen wir mal, dass wir mit dem Anhänger, der ist jetzt noch leer eigentlich, sollte es gehen, dass wir aber trotzdem mit dem großen Anhänger da den Berg hochkommen. Da hoch aufs Plateau. Im Notfall müssen wir halt abkuppeln und dann den Fendt runterholen. So, Anhänger ist angekuppelt. Wir begeben uns auf den Weg in den Wald. Wir heben, lass uns das mal lieber anheben. So. Und dann, let's go. Wir fahren los. Einmal rundum leuchten noch anmachen. Und dann fahren wir hier links raus. Und da unten dann gleich wieder rechts. So. Einmal hier runter. Langsam. So, Straße ist frei. Gut. Und dann einmal rum um die Kurve. Schnell und vor der Gegenverkehr kommt, können wir ein bisschen hier auf die Gegenfahrbahn ausweichen. So, und dann geht es jetzt gleich los. Dann fällen wir gleich hier den ersten Baum auf der Map to Rivers. Also ich bin ja richtig zufrieden mit der Map-Wahl, dass wir jetzt hier die to Rivers als Map ausgewählt haben, dass wir jetzt hier drauf spielen. Weil die sieht einfach sowas von schön aus, so schön gestaltet und alles. Ist einfach richtig geil, Leute. So, ja, müssen wir mal runter machen, dass wir da das irgendwas mitnehmen. Ne, wobei passt alles. So, jetzt geht es hier gleich wieder links durch die ganzen Leute da hoch. Was mir jetzt auch nochmal auffällt hier, wo wir den Traktor fahren, finde ich, der Fendt, der könnte eigentlich auch noch ein bisschen stärker bremsen. Also da, also beschleunigen könnte er, finde ich, noch ein bisschen besser. Sollte noch ein bisschen besser, also das sollte noch am Mod geändert werden, finde ich. Und dass er ein bisschen besser bremst oder so ein bisschen stärker bremst, weil der hat auch schon einen ganz schön langen Bremsweg und ich glaube nicht, dass es in echt auch so ist. So, gucken wir mal, dass er hier gut hochkommt, aber das sieht doch, ja, sehr zuversichtlich aus. Okay, da werden wir auf jeden Fall mit dem Steier hier den Anstieg hochkommen. 19 km/h im leeren Anhänger, das ist schon mal gut. So, dann fahren wir hoch, fahren hoch, fahren hoch. Hier bei dem, bei der Map ist es übrigens so, dass wir zum Biomasseheizwerk, also das Biomasseheizwerk ist hier so aufgebaut, da verkaufen wir ja die Hackschnitzel. Das ist hier so aufgebaut, dass wir dort ein Lager haben, wo wir die Hackschnitzel reinladen können. Das ist auch das einzige Lager hier auf der Map, wo Hackschnitzel reingeladen werden können. Also das haben wir einmal da und dann haben wir halt dann da natürlich auch die Abladestelle, wo wir das dann so reinkippen können. Und dann können wir mal gucken, je nachdem wie der Preis ist, können wir dann entscheiden, ob wir es ins Lager kippen oder ob wir es dann ins direkt abkippen und dann direkt gleich Geld bekommen. Und wenn wir es ins Lager kippen, dann können wir dann auch später gut mit dem Frontlader das dann immer so rüberladen, also dann da halt aufnehmen und dann rüber ins Hackschnitzel, in die Verkaufsstelle da reinkippen. Das ist eigentlich sieht genauso aus wie, also die Verkaufsstelle da, wo man es reinkippt, sieht genauso aus wie auch auf der Map hier in Holm. Genau. Und jetzt sind wir gleich oben. Gleich hat er es geschafft.
So, und den stellen wir dann genau passend neben den Jenshacker. Steht ja richtig gut. Wie rumstellen wir den? Oh, ich glaube, die Stelle war doch nicht so gut, die wir ausgesucht haben. Der rutscht uns hier weg, dann machen wir es halt hier so auf Plateau. Das Plateau ist ja groß genug, stellen wir ihn gerade so hin. So. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, da ist so leicht schräg, aber ich dachte, da bleibt er doch, aber wahrscheinlich stehen, aber ist er jetzt doch nicht. So, dann stellen wir den doch irgendwie gerade so hin, dass er hier gut neben dem Rohr steht. Und einmal abkuppeln. Wir kuppeln das Gewicht um. Das kommt jetzt nämlich einmal hinten dran, also erstmal absenken, abkuppeln und einmal drehen. So, und dann steigen wir erstmal aus und suchen uns erstmal einen Baum aus, den wir fällen. Kein Laubbaum, sondern wieder erstmal einen Nadelbaum. Vielleicht werden wir hier auch irgendwann mal einen Laubbaum fällen. So. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir schön für die Länge da ein die Baumstämme dann schneiden, nicht länger als der Holzcontainer ist. So, ach komm, dann steigen wir jetzt aus, genau. Na, wo habe ich hier aussteigen? Auf dem Gamepad, dann mache ich es auf der Tastatur. So, und dann laufen wir jetzt erstmal in den Wald. Und die Kettensäge nehmen wir dann, wenn wir so brauchen. So, nehmen wir noch gleich einen schönen großen Baum. Wir haben es ja so gemacht, beziehungsweise haben es ja im letzten Teil auf der Björn-Holm-Karte haben wir es so besprochen, dass wir die ersten beiden Baumstämme, also damit natürlich die dicksten dann, für den Abtransport, also als ganze Baumstämme nehmen wollen. Und die anderen werden wir alle häckseln. Ich würde sagen, das machen wir gleich bei Baum für Baum dann so. Das heißt, die ersten beiden werden wir dann direkt in den Holzcontainer laden und dann die anderen beiden gleich häckseln. Und so machen wir das dann bei Baum für Baum. So, hier vorne, die sind eher etwas kleiner. Wir haben doch hier ganz schön große. Welche sind hier somit die größten? Nehmen wir doch gerade den, oder? So, und der fällt am besten in diese Richtung. So, und dann setzen wir mal an, machen es ruhig hier im Stehen und dann einmal Action! Und dann hoffen wir mal, dass er jetzt gleich beim ersten Schnitt fällt. Wenn nicht, sägen wir nochmal horizontal durch. Aber da tut er gleich fallen. Achtung, Baum fällt und ums! Da liegt er. So. Das hatte mir nämlich immer auch mal irgendjemand in die Kommentare geschrieben, dass die dickeren Baumstämme ja eher nicht gehäckselt werden, sondern eher die dünneren. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich ganz gut, wenn wir es dann so machen, dass wir so die ersten beiden, die sind ja immer so. Der Baum wird ja zur Spitze natürlich immer dünner, genau. Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut, wenn wir dann die ersten beiden einfach häckseln und dann. Nicht die ersten beiden häckseln, sondern die ersten beiden so ganz lassen und dann die anderen immer abtransportieren. Müssen wir mal gucken, ob wir es immer so machen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal nur reines Abtransportieren, dass wir den kompletten Baum abtransportieren. Oder mal nur reines Häckseln machen, dass wir den kompletten Baum dann doch häckseln. So, aber hier seht ihr, haben wir hier, hier haben wir ja ordentlich Ertrag. Hier können wir, glaube ich, sogar die ersten drei nehmen für den Abtransport dann. Alter, haben wir hier einen langen Baum gekriegt. Wow, sehr geil, Leute, sehr geil. So, das ist ja so lange, wie wir auch da letztens gekriegt haben, als wir auf der Björn-Holm-Karte da in der Nähe von der BGA da in dem Wald, in dem großen Wald da gefällt haben und gehäckselt haben. So, jetzt weiß ich nicht, wo der Anfangspunkt ist. Irgendwo da. Schneiden wir mal hier durch und gucken einfach mal, wie der dann im Vergleich zur Länge von dem Holzcontainer ist. So, gehen also jetzt mal in den Steier und holen den aus dem Wald raus. So. Was ich noch ganz schön finde, wenn noch so ein schönes Gerät als Mod rauskommen würde, mit dem man hier die Bäume aus dem Wald ziehen könnte, weil so könnte man dann schön hier auf das Plateau ziehen und dann hier draußen das schön mit dem Baum machen, aber so können wir es natürlich auch gut machen, aber das andere ist natürlich auch nochmal eine ganz schöne Sache, war ja beim Forstmod dabei so ein Gerät, dass man das da rausziehen konnte, so ein Greifer. So. Und so mit dem Frontlader kann man das natürlich nicht rausziehen. So. Hier steuere ich jetzt aber gerade den Frontlader noch mit der Tastatur, weil ich ja noch die Maus. Hier steuere ich jetzt gerade den Frontlader mit der Maus, weil ich hier noch die Zange auf und zu machen muss. Das habe ich jetzt noch nicht aufs Gamepad irgendwo draufgelegt. Ich habe auch noch gar keinen Plan gehabt, wo ich da eben jetzt, welche Taste ich damit belegen sollte, zum Auf- und Zumachen von der Poltergabel. So. Aber da beim Verladen halt letztens auf der Björn Holm, da habe ich halt dann, wie gesagt, habe ich ja erzählt, dass ich da mit dem Gamepad gesteuert habe. Uiuiui, ist vielleicht doch ein bisschen lang, oder? Ey, das sieht ja. Wow, ist das eine schöne Länge? Ja, das ist eine schöne Länge.
So, können wir da irgendeinen Frontlader dazwischen? Hm. Ne, passt nicht ganz. Müssen wir von hier oben fallen lassen. Naja, dann fällt er halt. Achtung, Baum fällt nochmal. Und, rums, da liegt der erste im Holzcontainer. Und das ist ja mal eine geile Länge. Guck mal, wie passend wir den geschnitten haben. Der passt ja genau in den Holzcontainer rein. Das ist ja perfektamo. Super duper. So. Ich muss aussteigen, nochmal hier aufs Numpad, aufs Gamepad irgendwo drauflegen. So, nächste Kettensägen-Action kommt jetzt. Und zwar, welche Längen nehmen wir? Wir müssen es irgendwie so abschätzen. Ich kann das noch nicht so ganz abschätzen, dass man hier eine passende Länge macht. Ich mache das immer Pi mal Daumen. Bis jetzt hat es auch immer ganz gut hingehauen. Gucken wir mal, wie es jetzt passt. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier ruhig 3 und dann die anderen häckseln wir erst. Vielleicht sollten wir den Hacker doch ein bisschen hier reinstellen. Aber hier haben wir halt schön so hin und her rangieren für den... Aber wenn wir da hinten dann die Bäume zum Hacker legen wollen, ist vielleicht doch ein bisschen blöd die Stelle, wo wir da mit dem Hacker stehen. Müssen wir gucken, vielleicht stellen wir ihn doch irgendwie ein bisschen noch hier anders hin. Gucken wir dann gleich. Jetzt tun wir erst nochmal hier 2 Baumstämme in den Holzcontainer. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn die zu lang sind. Das habe ich noch gar nicht mehr angeschaut, weil man kann ja da hinten wieder die Kette zumachen. Ich gehe mal davon aus, dass erst wenn die Kette dazu ist, dass dann die Baumstämme auch fixiert sind. Also, dass die dann fest auf dem Holzcontainer drauf liegen, gehe ich mal von aus. So, komm, fällst du schön rein. Kannst mal aufmachen und... Nein. Schnell wieder zugreifen. So, wir steigen mal kurz aus. Schneiden das hier mal kurz ab. So. Und jetzt geht das Ganze in den Holzcontainer. Ja, der passt auch hier gerade so durch. Sieht einer ziemlich gleichen Länge aus wie der andere, aber gucken wir jetzt einfach mal. We will see. Oh oh, der ist länger, oder? Der ist länger. Der ist deutlich länger. Naja, gut, egal. Ist jetzt halt so. Wir könnten zwar jetzt eine Spitze da abschneiden, aber... Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn man jetzt hier längere Bäume reinlädt. Hier passen auch einige Bäume bestimmt rein. Ganz schön viele bestimmt, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier gut viele reinpassen. So. Dann den nächsten. Und dann auch den letzten, der jetzt hier reinkommt. Aber so lang können wir ruhig so viele da reintun. So, den schneiden wir lieber nicht so lang. Dass er jetzt auch gut reinpasst, machen wir mal hier einen Cut rein. So. Und wieder einsteigen und... Ich glaube, der ist jetzt auf jeden Fall passend. Der ist deutlich kürzer als... Weil der ist deutlich kürzer als alle beiden anderen. Rum. Achso, was wir noch anmachen können. Ha, die Ketten haben wir ja noch. Licht nicht. Ich muss auch auf den Traktor gehen, kein Wunder. So, genau, die Ketten hier für den Wald können wir noch aktivieren. So. Rollst du mir jetzt mal nicht weiter weg? Was natürlich auch sein kann, wieso ich den, Dings nicht mehr abbauen kann, die Frontladerkonsole und die Fronthydraulik, dass die Tasten 7 und 8 bei mir auf dem Numpad kaputt sind, aber das kann nicht sein, die Wandlung hat eben noch funktioniert, bevor ich, also, ich nehme jetzt hier übrigens die Teile, falls ich wundere, weil ich eben jetzt gesagt habe, die Teile, dass ich den letzten Teil auf der Björnholm und bis jetzt zu dem Teil, die habe ich jetzt alle nacheinander aufgenommen und da als ich bei der Björnholm den Traktor da alles da halt ausgetauscht hat und so weiter gegen den anderen Steier, den wir davor hatten. Ja, der passt auf jeden Fall. Da habe ich das ja ausprobiert und da hat es auf jeden Fall funktioniert, auch mit dem Ab- und Anbauen. Und jetzt hier, circa anderthalb Stunden später oder so ungefähr, wo ich jetzt das hier aufnehme, da funktioniert es irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Naja, egal. Haben wir jetzt auch nicht irgendwie den Bedarf, die Fronthydraulik an- oder abzubauen. Wobei, die könnte eigentlich im Moment abgebaut sein, die brauchen wir ja nicht. Aber die Frontlader links muss ja eh angebaut sein. Aber das andere, was eher nochmal wichtiger jetzt für uns ist hier mit Forstschutz, Ketten, Kotflügel und so, das können wir ja alles an- und abbauen. Beziehungsweise haben wir jetzt ja auch angebaut. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier, sehen wir das erstmal durch und dann gehen wir erst nochmal in den Fendt. Und werden erst nochmal... Naja, oder wollen wir die hier ablegen, aber da ist es... Wobei, wir nicht, dass die uns hier runterrollen, ne? Fahren wir halt noch ein Stück vor. So, fahren wir mit dem noch ein Stück vor.
Dann können wir die genau hier neben den Fendt legen, genau neben den ganzen Müll hier. Naja, komm, machen wir jetzt hier. So, können wir mal aufklappen. Dann häckseln wir jetzt in dem Teil noch einen Baum, danach ist dann aber der Teil schon zu Ende. So, okay, dann einmal wieder wechseln. Und wir fahren raus. So, genau, schön zurück. Da ist der Hakenliftanhänger, nicht umfahren. So, einmal zum Häcksler. Da schön die Burg da hinten. Schönes Bergpanorama hat man hier. Also man merkt auf jeden Fall auch, dass es hier, dass hier Österreich, dass hier so, also so mit Österreich ein bisschen nachgebaut wurde, dass es sich um österreichisches Gebiet handelt. Mit wegen den ganzen Bergen und so weiter auch. Na? Will ja hier nicht ausgeladen werden. Gucken wir mal, ob es an einer anderen Stelle geht. Dann suchen wir uns einfach eine andere Stelle auf dem Plateau. Ein bisschen blöd mit dem ganzen Müll daneben dran, finde ich. Machen wir es halt hier. Jetzt rollt er raus. Ah, nein, 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 nein. Ich habe die Poltergabel nicht so gemacht gehabt. Na gut, okay, der kann so stehen bleiben. So liegen bleiben. Dann nochmal kurz in den Fendt reingeswitcht. Nochmal hier alles einklappen. Und wir fahren nochmal an die andere Stelle da. Machen aber, lassen aber so viel Platz, dass wir da gut mit dem Steier immer da Baumstämme abladen können. Also irgendwie, so ist glaube ich ganz gut, ja. Hoffen wir mal nur, dass der uns da nicht runterrutscht jetzt, aber das sollte eigentlich ganz gut passen. So, den können wir ausfahren, das Rohr. Wie gesagt, den einen häckseln wir jetzt noch. Ich hatte es gesagt, deswegen machen wir das jetzt auch noch. So, jetzt haben wir das Gewicht hier halt hinten dran. Müssen wir mal kurz abkuppeln, sonst können wir den Krampe nicht anhängen. So. Ja, das passt. So. Okay, einmal zurücksetzen, schön drunter fahren. Und erledigt. So. Dann lassen wir das Ganze. Nee, wir kuppeln das Gewicht an. Und dann häckseln wir und dann ist der Teil auch schon zu Ende. So, also einmal nochmal Rückwärtsgang ans Gewicht heran. Im Rückwärtsgang ans Gewicht heran, genau. So, jetzt habe ich es angekuppelt. Und dann steigen wir gerade aus, gehen in den Fendt und schnappen uns jetzt mal den Baumstamm. So, das mache ich jetzt auch mit der Tastatur. Mal gucken, irgendeine Steuerung wird dann auch hier auf dem Numpad sein, auf dem Gamepad. Alles mit dem Arm ausfahren, drehen, also ausfahren und drehen. Das Ausfahren und das Drehen ist hier auch, habe ich auf dem Gamepad jetzt drauf. Aber nee, lass es doch jetzt alles hier mit der. Ich steuere doch weiterhin alles mit der Maus. So. Gut, da haben wir ja hier gut Platz, um die hinzulegen. Müssen wir nur gucken, dass wir die nicht so legen, dass sie uns dann da runterrollen. Achso, ich hatte hier irgendwann auch nochmal von dem Mod Forstobjekte erzählt. Mal gucken, vielleicht lade ich mir den auch nochmal runter, weil der ist ja auch ganz cool. Da kann man ja so eine Rungen oder so machen, dann können wir die da sicher reinlegen. Gucken wir einfach mal. Genau, das ist nämlich auch noch ein ganz schöner Mod, der Mod Forstobjekte. Da ist also so ein. Gut, so ein Warnschild brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist nur so mal so ein Accessoire, sag ich mal. So ein bisschen Accessoire-mäßig, also nicht unbedingt nötig. Aber wäre eigentlich auch eine ganz gute Idee, dass wir den vielleicht verwenden. Muss ich mal überlegen. So, ich hatte es ja auch mal irgendwann gesagt, genau, dass wir den vielleicht verwenden werden. Hatte ich jetzt noch gar nicht eingefügt. Stimmt, fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Da, wo ich hier so an so eine Runge denke. So, einmal aufmachen und da wieder gehäckselt. Sehr schön. Und wir produzieren hier die ersten Hackschnitzel auf der Map to Rivers. Und hier mit dem ersten gehäckselten Baumstamm auf dieser wunderschönen Map beende ich auch schon wieder den Teil hier von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft. Wenn euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich freuen und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.